Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kalenderfazit 2023 zum Kalender-Review, jetzt so nach dem Adventskalender von Stars. Aber wie war er eigentlich? Was war besser? Was war die letzten Jahre generell nicht so gut? Darauf gehen wir jetzt mal so ein wenig im Detail ein. Als allererstes kann man sagen, der Kalender ist oftmals so eine Möglichkeit für Star Stable, ein paar alte Sets nochmal wieder ein bisschen aufzupeppen, zu recolern, was auch immer in der Art. Und naja, auch dadurch, dass es eben eine ganze Menge Türchen hat, auch natürlich, um so ein bisschen so Lückenfüller-Sachen reinzubringen. Da wir ja aber auch, muss man ganz klar sagen, 31 Türchen haben. Und was hatten wir dieses Jahr eigentlich drin? Dieses Jahr hatten wir das Großmutter-Set drin, was eigentlich soweit ein ganz schönes Set ist, nicht mega unique, weil wir diese Art von Pulli eben auch davor schon drin hatten. Von daher ist es halt quasi so eine Recolor. Aber hey, es ist for free und wir hatten auch damit eine Möglichkeit, perfekte Stats zu bekommen. Auch besonders für Low-Level-Leute. Obwohl das Set ab Level 9 ist, konntet ihr es nämlich direkt zu Beginn tragen. Der einzige Wermutstropfen ist, dass nicht jedes Pferd, sondern nur die neuesten Pferde natürlich das Set fürs Pferd tragen können. Das könnte man so ein bisschen kritisieren, dass es eben jetzt für einen neuen Spieler erstmal das Set zumindest fürs Pferd nicht anzulegen gilt. Das würde ich sozusagen so ein bisschen kritisieren, dass man sagen kann, wenn man vielleicht ein Set hätte reinmachen können, hätte man auch entweder so ein Set machen können, was die Anfangspferde tragen können. Aber okay, das ist jetzt Motzen auf hohem Niveau, das will ich jetzt nicht so weiter kritisieren. Was mega gut war, kann man ganz klar sagen. Sie hatten einiges an Wintermagie drin, sie hatten ordentlich Wintermarken, teilweise bis zu 15 Wintermarken, das war wirklich viel. Und vor allem auch haben sie den Schilling Value, also diese Schillinge, die drin sind im Kalender, deutlich angehoben. Von nur ein paar hundert auf mehrere tausend, also das war schon mal sehr, sehr krass, muss ich sagen. Wenn wir mal zurückdenken und es mit den anderen Kalendern vergleichen, muss ich sagen, fand ich das Schneegestöber-Set, was beim letzten Mal drin war, war irgendwie, also generell dieses Schneegestöber-Set war meiner Meinung nach deutlich uniker. Also es war einzigartiger, es war halt nicht so anders verfügbar. Das hätte ich mir hier mehr gewünscht beim Kalender. Das Großmutter-Set ist ein schönes Set, vor allem es hat einen sehr schönen Beanie drin auch. Also es hat generell, ich bin nicht so der Fan von diesem Pullover. Aber der Pullover ist ziemlich dreidimensional, was ich sehr gut finde. Und es hat auch einen sehr schönen Farbton. Ich bin nicht so der Fan von diesem Strickmuster-Stil, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Was man aber sagen kann, ist, er hatte einen sehr schönen Stil von den Farben hier. Ich fand dieses Braun-Bordeaux-Rot eine sehr, sehr schöne Kombination. Wie eben auch manche von diesen Paketen auch so haben, dieses Braun-Bordeaux-Rot, fand ich eine sehr, sehr schöne Mischung. Dazu hat man natürlich auch einiges an Schilling, so konnte man sich da definitiv einiges für holen. Die Wintermarkierte hätte vielleicht einen Ticken höher sein können, aber die Marken waren auf jeden Fall ordentlich, die drin waren. Was ein bisschen schade war, war, dass das Thema des Winter-Events nicht vertreten war. Das Thema diesjährigen Winter-Events war ja die fehlende Wintermagie, die wir ja als großes Thema hatten, eben dieses Sammeln der Wintermagie, Sammeln der Lichter, des Schneekristalls eben. Und im Endeffekt wurde im Kalender das Thema vom letzten Jahr übernommen. Das Thema vom letzten Jahr war der Yeti. Und wir hatten dieses Jahr den Yeti als Haustier drin, der aber keinen Bezug hatte zum Kalender. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn man zum Beispiel gesagt hätte, okay, wir haben dieses Jahr das Thema Winterkristall, fehlende Wintermagie. Warum nicht einfach so einen Winterkristall als Haustier? Das muss nicht mal ein Lauftier sein. Hätten sie einfach sagen können, den Winterkristall, der wäre das Haustier für dieses Jahr gewesen. Eben genauso ein Kristall, wie wir eben auch hier hinten stehen haben. Als hätte man natürlich so auch als so eine Art Haustier nehmen können. Oder eben vielleicht auch das Haustier, also hier ihn hier, den Capranas. Dass wir eben Flummel genommen hätten als Haustier. Oder eben diese großen Winterkristall als Wintermagie-Haustier. Das finde ich wäre eine gute Mischung gewesen. Alternativ wäre der Yeti zum Beispiel ein super Haustier gewesen für letztes Jahr, muss ich ganz klar sagen.
Dann zu der Umstellung, die man auch nehmen kann als Kritikpunkt, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen am 25. die Starcoins raus. Und da klar kann man jetzt sagen, ja, sie haben den Code noch reingepackt. Ich bin immer noch der Meinung, der Code war nicht geplant. Und zu den Leuten, die jetzt sagen, ja, der Code war in den Daten drin. Ich denke, dass es ein Versuch von StarStable war, genauso wie das AB-Testing gerade ein Versuch ist, zu testen. Ey, mir wurde ja gesagt zu dem AB-Testing, dass das nicht getestet wird, was effizienter ist, was irgendwie sinnvoller ist, sondern wie sehr sich die Leute beschweren, ob Leute gehen werden. Wenn, das habe ich ja auch schon im Stream gezeigt, diesen Chatverlauf, dass mir ganz klar gesagt wurde, es wird getestet, nehmen die Leute B an, oder gehen sie aus dem Spiel oder beschweren sich? Das ist ganz klar bei dem AB-Testing geplant, also derzeit bei diesem Star Rider-Testing. Und so denke ich, dass Star Stable auch ein AB-Testing gemacht hat für den Starcoins-Code. Dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen ihn aus dem Kalender raus. Wenn sich die Leute zu sehr beschweren, dann packen wir ihn nochmal nachträglich rein. Und deswegen war er in den Daten, damit man eben schon sagen kann, ja, wir packen den rein. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man ihn rauspackt am 25. Und dann einfach random am 29. reinpackt. Ja, ich habe schon die Kommentare gelesen. Der wurde einfach entkristallisiert sozusagen, dass er nicht mehr ein Weihnachtscode ist, sondern jetzt random reingekommen ist. Das ist alles Spekulation. Genauso wie meine Vermutung Spekulation ist. Von daher, ich finde es einfach, lange Rede, kurzer Sinn, fand ich es nicht so clever, den Code aus dem 25. Türchen rauszunehmen. Das ist das Einzige, was ich jetzt auch wirklich effektiv sagen kann. Ihn ohne etwas zu sagen rauszunehmen, ist definitiv nicht so clever gewesen, meines Erachtens nach. Man kann natürlich immer sagen, okay, ihn zu erwarten ist vielleicht das Falsche. Ich muss aber sagen, dass ich die Kombination der letzten Jahre besser fand, dass man gesagt hat, den 25. ist der Code, am 31. ist das Haustier. Jetzt haben wir das Haustier, was nicht so den Bezug gezogen hat zum aktuellen Event. Und am 31. muss ich sagen, mit ein paar Raketen fand ich das ein bisschen enttäuschend. Weil Raketen sind im Spiel nicht besonders teuer. Da waren manche Türchen. Ich hätte mal ganz gerne, wenn das 31. Türchen schon mal mit so einem Knall geht. Raketen, why not? Aber warum nicht einfach eine permanente Rakete, die wir immer benutzen können? Sowas wie das hier, wie dieses OG-Rentierpulver, was nie sich verbraucht. Das wäre doch eine coole Sache, so eine Special Silvester-Rakete oder vielleicht 10 Raketen, die einen ganz anderen Stil haben. Also irgendwas, was ein bisschen was Besonderes war, das hätte ich mir gewünscht für das Türchen 31. Also, mein Fazit. An sich ein guter Kalender. Schade, dass das Outfit dieses Jahr nicht so gezogen hat wie in den letzten Jahren. An sich ist der Kalender eine definitive Bereicherung gewesen. Alle Items, die drin waren, waren auf jeden Fall besser. Bis eben auf die paar Punkte, die ich leider kritisieren muss. Und das ist eben schade, dass das Haustier keinen Bezug hatte zum diesjährigen Thema. Also hätte ich gerne ein Winterkristall gehabt, ein Wintermagie-Thema gehabt. Der Yeti hätte super gepasst im letzten Jahr. Also von daher Betty kein schlechtes Haustier. Leider finde ich zu diesem Thema nicht so passend. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht ein aufgepeppterer Set drin wäre. Ich finde das Set schön. Aber ich bin nicht so der Fan, wenn einfach nur ein Recolor reinkommt. Letztes Jahr Schneegestöber-Set, mega. Und dann kann ich noch sagen, nee, Mann, das war vorletztes Jahr, glaube ich. Auf jeden Fall dann eben noch, dass ich diese Kombination mit dem, wir nehmen die Starcoins raus, ohne was zu sagen, das war, glaube ich, von dem Entwicklerteam nicht so clever gewählt. Aber wenn wir nur den Kalender bewerten, definitiv ein besserer Kalender als im letzten Jahr von den Gegenständen her drin. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr den Bezug zur Wintermagie gewünscht, aber ansonsten finde ich, eigentlich ein schöner Kalender. Vor allem fand ich die ganzen Items, die drin waren, von den Mengen her deutlich durchdachter. Aber was ist eure Meinung zum Kalender? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und fandet ihr vielleicht sogar den ganz alten Kalender besser? Erinnert euch mal zurück. Wir hatten früher einen Kalender, der war noch auf der Homepage. Und da hatten wir teilweise nur Ausmalbilder drin. Ich muss sagen, ich habe sogar teilweise gehört, die Leute hätten sich sowas gewünscht, wieder wie Ausmalbilder. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr Star Stable Ausmalbilder? Vielleicht einen schönen Hintergrund. Ich fand die Homepage gar nicht so schlecht, aber natürlich musste man sich dafür nicht ins Spiel einloggen. Damit hat Star Stable dadurch Pluspunkte gemacht für sich selber. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Someday I will feel alright.
timing felt so right and we gave it all and gave him a fight. Can you feel the beat of the air?